Außerdem kann ich bei unseren Wallboxen der X-Series und bei der Dienstwagen-Wallbox auch die Konfiguration der Ladestation über die App vornehmen. Dazu zählt auch die Verwaltung von Zugangsrechten und das Update auf die neueste Software. Die Keba E-Mobility App ist das Bindeglied zwischen Wallbox und User. Man kann damit seine Ladestation ganz bequem über Smartphone oder Tablet einrichten, steuern und einfach schauen, was die Wallbox gerade so macht. Zunächst einmal kann ich ganz simpel eine Ladesession starten und auch wieder stoppen. Ich kann die maximale Ladeleistung einstellen. Dann kann ich mir während des Ladevorgangs aktuelle Statusinformationen anzeigen lassen, zum Beispiel die bereits geladenen Kilowattstunden, die Ladedauer und so weiter. Besonders interessant, ich sehe über die App auch die Ladehistorie und kann mir also vergangene Ladesitzungen anschauen. Außerdem kann ich bei unseren Wallboxen der X-Series und bei der Dienstwagen-Wallbox auch die Konfiguration der Ladestation über die App vornehmen. Dazu zählt auch die Verwaltung von Zugangsrechten und das Update auf die neueste Software. Ja, mit jeder konnektiven Keba-Wallbox. Es braucht natürlich einen Zugang zu einem Netzwerk. Konkret heißt das, unsere Wallboxen der C- und X-Series sowie die neue Dienstwagen-Wallbox lassen sich über die E-Mobility-App steuern. Die Keba E-Mobility-App funktioniert mit Android- und iOS-Smartphones oder Tablets. Es gibt sie deshalb, wie alle anderen gängigen Apps auch, in den bekannten App-Stores von Google und Apple. Einfach anklicken und installieren.